ride the Ferris wheel. And the panda ride. Aber ich war auf dem Riesenrad und auf dem Panda-Reittier. They're kinda tame now, but at the time they were really fun. Die stehen zwar jetzt still, aber während der Zeit waren sie ziemlich witzig. I was having so much fun, it felt wrong. Like it was too good to be true. Es hat so viel Spaß gemacht, dass es sich irgendwie falsch angefühlt hat. So, als wäre es viel zu gut gewesen, um wahr zu sein. Und wo war Renju, als du auf das Pferd geritten bist? Daddy was on the outside taking pictures of me and Mom. Daddy war draußen und hat Fotos von mir und Mom gemacht. He was on the other side of the fence with an old camera. Er stand auf der anderen Seite des Zauns mit einer alten Kamera. Every time we passed in front of him, Mom and I would wave our hands. Und jedes Mal, wenn wir an ihm vorbeigefahren sind, haben Mom und ich die Hände gehoben. We sound like a happy family, huh? Hört sich nach einer glücklichen Familie an, hm? He must have gotten good pictures. Er muss echt gute Bilder gemacht haben. No, actually. Nee, unglücklicherweise nicht. We tried developing them at the park, but they came out all blurry and out of focus. Er hat sie im Park entwickeln lassen, aber sie kamen alle total verschwommen raus oder waren komplett vom Fokus weg. Mom wasn't mad or upset or anything. She just started laughing. Aber Mom war nicht sauer oder enttäuscht oder irgendwie. Sie hat einfach angefangen zu lachen. That might have been the first and last time the three of us laughed out loud together. Ich glaube, das war das erste und das letzte Mal gewesen, dass wir alle drei von uns laut gelacht haben. Oder gemeinsam gelacht haben. Oh Mann. Ich habe nichts gesagt und Mizuki stieg vom Pferd aus. Dann stellte sie mir eine komische Frage. Hey Date. Hey Date. How do you define family? Wie definierst du Familie? Define it? Definieren? You mean like being blood related? Meinst du etwa blutsverwandt? That would mean you and I could never be family. Das würde ja bedeuten, dass wir beide nie eine Familie sein können. Boah. Oh. Schaut euch Dates Blick an. Oh. Tief in sein Kokoro. Oh. Well, I guess that's okay. Naja, ich vermute, es ist okay. It's okay. Okay. This is what I think. So denke ich darüber. A family is eine Familie ist a perfectly ordinary relationship in the most ordinary way. Eine perfekte, gewöhnliche Beziehung in einer möglichst gewöhnlichen Art und Weise. Huh? Hm? Like you say, I'm home and you get a welcome home back. Naja. Sowas wie, wenn du ich bin zu Hause sagst und du bekommst ein Willkommen zurück bekommst. Doing those ordinary things automatically without even thinking about it is what a family is. Wenn du diese gewöhnlichen Dinge automatisch machst, ohne darüber nachzudenken, ich glaube, das bedeutet Familie. That's why maybe me and Mom and Daddy weren't able to be a family. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Mom und Daddy, beziehungsweise warum Mom, Daddy und ich niemals eine Familie sein konnten. Our whole lives, we never could be ordinary. Unsere gesamten Leben konnten nie gewöhnlich sein. Even if I tried my hardest to be normal, it would just be awkward. Selbst wenn ich mein Bestes gegeben habe, normal zu sein, war es trotzdem merkwürdig. Eventually, I got tired of trying. Eventuell habe ich das Versuchen irgendwann mal aufgegeben. I killed them. Ich habe sie umgebracht. What? Was? I killed Mom and Daddy. Ich habe
Mom und Daddy umgebracht. Was redest du da? Ich war niemals ein gutes Mädchen. Ich habe nie auf meine Mom gehört. Ich konnte keine gewöhnlichen Sachen machen. Deswegen hat meine Mom mich geschlagen. Und warum Mom und Daddy sich nicht verstanden haben. Und warum sie sich letztendlich geschieden haben. Dann hatte Mom angefangen zu arbeiten. Und hat angefangen, Geschäfte mit irgendwelchen gefährlichen Leuten zu machen. Wenn ich doch bloß nur ein gutes Mädchen gewesen wäre, wäre meine Mom nicht umgekommen. Das alles ist meine Schuld. Warum ich? Hey, haven't you had enough? Hast du nicht genug? Why me? Warum ich? I'm not married, so take this with a grain of salt, but it's not just you, right? Ich bin zwar nicht verheiratet, also nimm meinen Ratschlag jetzt nicht für bare Münze an, aber das bist doch nicht du, oder? Doesn't every family have a tough time raising children? Hatte nicht jede Familie nicht eine harte Zeit, während sie Kinder großzieht? Our child is abnormal. Unser Kind ist unnormal. Abnormal? Unnormal? Ever since she was a baby. Ja, selbst als sie noch ein Baby war. No child should cry at night as much as she did. Kein Kind sollte in der Nacht so oft heulen, wie dieses Kind es getan hat. No child should dislike buggy rides that much. No child should ask to be picked up and hugged all the time. Kein Kind sollte Buggies so hassen. Kein Kind sollte die ganze Zeit um Aufmerksamkeit schreien, indem es immer hochgehoben wird oder geknuddelt wird. She's still abnormal, even now. Sie ist immer noch unnormal, selbst heute noch. Other children would have learned to clean up after themselves by now. Andere Kinder hätten schon bereits damit angefangen, sauber zu machen. They would be studying, going to bed on time, waking up on time. Sie sollten lernen, rechtzeitig ins Bett gehen, frühzeitig aufstehen. Yet why is my little girl? Aber warum kann mein kleines Mädchen? She sounds like a normal kid to me. Für mich hört sie sich wie ein gewöhnliches Kind an. Maybe the problem isn't with Mizuki. Maybe it's you. Vielleicht liegt das Problem nicht an Mizuki, sondern an dir. I'm doing more than anyone. Ich mach mehr als jeder andere. Our child is stupid, brain dead, abnormal. Boah, ey. Ja, ich erinnere mich nochmal an die Unterhaltung da. Hm. Unser Kind ist bescheuert. Hirntod, unnormal. Date, honey, you can't work her up like that. Date, Liebling, du kannst sie doch nicht so aufziehen. Doch, kann ich. Boah. Gott. Ja, genau. Polier weiter deinen Bonito, deinen Fisch. Ich weiß nicht, warum du das tust, aber gut. Schoko ist besoffen. Tolle, vorbildliche Mutter. Sei stolz auf dich. Du solltest sie mal belehren. Hey, Schoko. No, no. No, no, no. Hey, Schoko. Nein, nein. Nein, nein, nein. There, I scolded her. Siehst du? Ich hab sie aufgezogen. Wow, hast du echt gut gemacht, Mama. Zwei, die besten Mütter der Welt. Wirklich.
Möchtest du es nicht mal vielleicht mal sein lassen? What? Why? Was? Warum? I finally get some time to myself and you wanna end it? Ich will endlich mal auch mal Zeit für mich haben und du willst es beenden? Date, really? Just let her talk a little longer. Date, echt jetzt? Lass sie doch mal ausreden. Was hast du für ein Problem? Was denkst du denn darüber? I think she's loaded. Ach, ich glaube, sie ist geladen. Let her get this off her chest. Lass sie doch alles mal sozusagen sich rauslassen. Beziehungsweise soll mal alles von ihrer Brust raus loslassen. Okay. Okay, ich höre dir zu. Ich habe meinen Job für dieses Mädchen aufgegeben. Ich habe meine ganze Karriere weggeworfen und die ich mir mit meinen eigenen Händen erbaut habe. Ich habe mein Kind großgezogen im Austausch meines eigenen Lebens. Aber ein kleiner Schlag. Du schlägst dein Kind? There's nothing I can do. I have no choice. Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich habe keine Wahl. Oh, diese typische Ausrede, ne? Ich habe keine Wahl. I know you should never raise your hand to a child. Ich weiß, dass man niemals die Hand an ein Kind anlegen sollte. I know that. I know that. Ich weiß das. Ich weiß das. But I have a good reason. Aber ich habe einen guten Grund dafür. She doesn't listen to me. So what else am I supposed to do? Sie hört mir ja gar nicht zu. Was soll ich denn tun? What the hell do you mean, what am I supposed to do? Was zur Hölle meinst du mit, was soll ich denn tun? That's no reason to hit a child. Da gibt es keinen Grund, ein Kind zu schlagen. So of course she starts crying. Und natürlich fängt sie an zu weinen. And it's so irritating that I have to hit her again to get her to stop. Und es ist so nervig, dass ich sie dann nochmal schlage, damit sie endlich mal aufhört. And Mizuki cries and cries some more. Und Mizuki weint und weint immer mehr. Why are you crying? Warum weinst du? If you're gonna cry, why didn't you just listen to me in the first place? Wenn du weinst, warum hörst du mir denn nicht von Anfang an zu? Then I wouldn't have to hit you. Dann hätte ich dich nicht schlagen sollen. Boah, Alter. Bekloppte Mizuki. Beklopptes Mädchen. Es ist nicht meine Schuld. All das ist ihre Schuld. Alter. Ach, du hast es gar nicht mitbekommen, ne, Pummeluff? Also eigentlich haben wir tatsächlich diese Route schon mal gehabt. Aber ich muss das tatsächlich jetzt nochmal machen, weil, weil ich mit der Rezeptionistin ausgegangen bin. Ja, aber ja, echt Mother of the Year. Weißt du, wir hatten nämlich vorher, hatten wir zum Beispiel Mayumi gehabt, die Mutter von Ota, die unter einer Demenz leidet. Und ganz anderes Verhältnis. Ganz anderes Verhältnis. Also wir haben hier tatsächlich, gerade in diesem Part hier, haben wir echt einen mega Kontrast hier, was wir gerade erleben. Have you talked to Renju about this? Hast du mit Renju drüber gesprochen? I'm trying harder than anyone. Ich versuch doch schon mehr als jeder andere. Why doesn't anyone see that? Warum erkennt das denn niemand? Why doesn't anyone understand? Wieso versteht das niemand? Date. Yeah, I'll talk to Renju about this. Ja, ich werde mit Renju darüber reden. Echt, ey. It was my misunderstanding. Oh, es war mein Missverständnis. What do you mean? Was meinst du damit? I thought that mothers love their children unconditionally. Naja, ich dachte, dass die, dass Mutterliebe sozusagen bedingungslos ist gegenüber deren Kindern.
But some mothers just can't do that. Aber es gibt Mütter, die das anscheinend nicht können. Well, no. Maybe she does love her. Nein. Vielleicht liebt sie sie doch. But she has a hard time of it. Aber sie hat eine harte Zeit. Shoko was never hugged by her mother. Shoko wurde niemals von ihrer Mutter umarmt. Not because her mother wasn't around. Nicht, weil ihre Mutter nicht bei ihr war. She was raised to never develop a sensitivity to affection. No hugs, no piggyback rides, nothing. Sie wurde so großgezogen, dass sie niemals die Möglichkeit von, also dass sie niemals Aufmerksamkeit bekommen hat. Keine Umarmungen, keine Karussellfahrten, nichts dergleichen. Maybe that's why she doesn't know how to love Mizuki. Vielleicht weiß sie halt nicht, wie sie Mizuki lieben soll. When an animal raised in captivity gives birth, sometimes it just doesn't know how to raise its young. Wenn ein Tier, welches in Gefangenschaft lebt und großgezogen wird, selber dann gebärt, passiert es durchaus, dass das Tier nicht weiß, wie es seinen eigenen Jungen großziehen soll. It's just like that. Vielleicht sowas in der Art. Ja. Ja, es ist wirklich ekelhaft. Genau, polier weiter deinen Fisch. Ich weiß nicht, was ich sage. Es ist so. Renjo trinkt sein Glas aus. Ich glaube auch nicht, dass das Wasser ist. Wir sprechen gerade davon, das ist jetzt Mizukis Vater. Davor hatten wir die Mutter. Wir sind alle in der Kneipe und sind am Saufen. Echt? Oh, hast du abgenommen? I'm not going to let you set up a joke. Ich lasse dich mit diesem Witz nicht davon kommen. Listen to Ren's story. Hör dir Rens Geschichte an. Oh, schade. irgendwie tut mir Schoko leid. But that doesn't mean she's blameless in all this. Aber das heißt doch lange nicht, dass sie sozusagen so rücksichtslos in allem sein sollte. Someone has to put a stop to it. Irgendjemand muss es doch aufhalten. If I could have, I would have done it a long time ago. Wenn ich es könnte, hätte ich es schon längst getan. What about counseling? Was mit einer Betreuung? I did recommend that. Ach so, eine Psychotherapie? Ja, ich habe das empfohlen. She told me, I'm not sick. Why should I go see a doctor? Sie sagte zu mir, ich bin nicht krank, warum sollte ich einen Doktor sehen? Mizuki is the problem. Mizuki is the sick one. Mizuki ist das Problem. Mizuki ist die Kranke. Oh Gott, natürlich, natürlich. Falscher Stolz. Das ist so klar, ne? Wann schließt du heute Nacht? When you two are done talking. Ach, wenn ihr beide mit Reden fertig seid. That's when I'll close up. Dann mache ich zu. Sorry about this. Ja, tut mir leid. Oh, da muss sie Überstunden machen oder muss sie ihren Bonito immer polieren. Vielleicht ist es doch das Beste, wenn Mizuki und Shoko sich trennen. No, Mizuki would never leave Shoko. Nee, Mizuki würde Shoko niemals verlassen wollen. She wouldn't hear of it. Sie würde das nicht hören. Also hören wollen. Mizuki und Shoko are practically attached at the hip. Mizuki und Shoko sind praktischerweise aneinander gebunden. Even with all of the hitting? Trotz dieser ganzen Gewalt? Yes. Even if she's abused on a daily basis, even if she's treated like garbage. Ja, selbst wenn sie tagtäglich misshandelt wird oder behandelt wird wie Müll. Maybe. Vielleicht. Mizuki is hungry for love. Ist Mizuki hungrig nach Liebe? She craves praise and attention and physical affection. Sie sucht nach Aufmerksamkeit und körperlicher Zuneigung. She wants it from her mother. That's why she's so attached. Sie sucht sie durch ihre Mutter oder an ihrer Mutter. Das ist auch der Grund, warum sie so sich so an sie klammert. Ja, aber das ist doch nichts Schlimmes. Was denkst du darüber?
Why are you asking me about raising a child? Hmm? Warum fragst du mich, wie ich ein Kind großziehe? Hm? Yeah, good point. Ah, guter Punkt. Really? You're not even going to say, oh no, Mama, you'd be a great mother. Echt? Hast du nicht vor, irgendwie sowas zu sagen wie, oh nein, Mama, du wärst eine ziemlich gute Mutter?